Halten sich wohl für ziemlich clever, ja? Wollen Sie sich mit mir über Pokern und Weiber unterhalten, oder was? Wissen Sie, was Kies, diese Ratte, mir angetan hat? Er hat mich ruiniert. Und er hat mir meine Frau weggenommen. Und die ganze Zeit über hat er dieses höhnische Grinsen in seinem Gesicht. Sie wissen doch, was ich meine. Ja, ich kenne das. Sie sollten sich ein wenig hinlegen und sich ausruhen. Sie mir nicht so nahe. Sie gestatten doch, dass ich Brandon ins Bett bringe. Er müsste um diese Zeit schon längst schlafen. Seth Timmons wird das dämliche Grinsen noch vergehen, wenn ich ihn fertig gemacht habe. Und ich sag Ihnen was. Ich werde das Geld mit Ihnen teilen. Jawohl, so ein toller Kerl bin ich. Aber jetzt fangen Sie endlich an zu reden. Glauben Sie ja nicht, dass ich nicht erkenne, was hier läuft. Ich lasse keine Spielchen mit mir machen. Ich rate Ihnen, es nicht darauf anzulegen, dass ich die Geduld verliere. Wo ist der Schweinehund? Ich weiß es nicht, Boots. Oh nein. Ich glaube Ihnen kein einziges Wort. Die ganze Zeit über versucht, mich anzulügen. Lass sie da! Du meine Güte! Er ist einfach umgefallen. Der Verrückte hat Schluck gemacht. Ja, Kies wäre ihm besser aus dem Weg gegangen. Jedenfalls haben wir Glück im Unglück, Brandon. Ich meine, er hat getrunken wie ein Wahnsinniger, aber es ist doch merkwürdig. Mom, ich gebe zu, es war nicht nur Glück. Als er unbedingt Whisky verlangte, dachte ich mir sofort, dass er auch eine härtere Dröhnung vertragen würde. Brandon, wo hast du das her? Na schön, und wie lange wirkt das Zeug? Ich habe keine Ahnung, aber lass ihn uns von ihr fortschaffen, bevor er aus der Narkose aufwacht. Layton Lockridge, was machen Sie denn hier? Sie wollte hier auf dich warten. Und ich lasse euch jetzt am besten allein, einverstanden? Oh. Warte doch, ich gebe dir noch ein Bier aus. Danke, nicht nötig. Bier auf Wein, das lass sein. Außerdem bin ich nicht gern das fünfte Rad am Wagen. Nicht, doch bleib noch ein Weilchen. Wir würden uns sehr freuen. Nein, 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 ein anderes Mal. Macht's gut. Bis bald. Wiedersehen. Bis bald. Warte, Michael. Dieser Brief hier ist von Mrs. Minx Lockridge, meiner Chefin. Er ist für dich. Für mich? Lieber Michael, kommen Sie am Mittwoch um 11.30 Uhr in meine Suite. Ich bitte Sie darum, mit niemandem darüber zu sprechen. Minx Lockridge. Sei nicht so aufgeregt. Vielleicht hängt sie unten irgendwo. Ausgeschlossen? Ich bin schon ganz durcheinander und verstehe das alles nicht. Sie ist wirklich weg, die Bluse? Ja, okay. Bestenfalls kann man sagen, dass das Parfum und das Nachthemd schön waren. Aber die Bluse war höchstens bequem. Also, wenn du möchtest, das macht mir wirklich nichts aus. Nein, ich gehe noch mal runter und sehe nach. Nein, 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 nein. Wirklich nicht? Ich denke morgen drüber nach. Du bist ja hier. Wow. Naja, es ist mir gerade rechtzeitig aufgefallen, dass wir beide ganz allein sind. Seit Jahren wieder einmal. Seit Jahren ist vielleicht ein wenig. Nein, ist es nicht. Ich erinnere mich, dass ich voriges Jahr dachte, wie schön es wäre, wenn ich mit meinem Mann wieder mal ganz allein sein könnte. Ach, tatsächlich, nach wie es aussieht, geht ein wunderschöner Wunsch in Erfüllung. Ja, und damals hatte ich mir auch vorgenommen, in solch einem Fall niemals über eine Bluse zu sprechen. Worüber willst du denn sprechen? Ich würde viel lieber schweigen. Wie eigenartig. Das Gleiche habe ich mir in dieser Sekunde auch gewünscht. Wir räumen hier auch nicht mehr auf. Es wird gleich noch unordentlicher. Ich bin schon wieder da, Junge. Ich
weiß, du fühlst dich ziemlich elend. Dir wird's gleich besser gehen. Ja, ja, keine Sorge. Du kommst schon wieder auf deine Beine. So, das war's. Ich habe lange darauf gewartet, dass du aus deiner Ohnmacht zurückkommst, mein Kleiner. Und jetzt will Claire, dass du gesund wirst. Du wirst gesund werden. Alles okay, ich kann nur nicht schlafen und ich will... Wieso weckst du mich nicht? Robert, ja? Was ist das, das da unterm Bett? Was meinst du? Oh, das ist nichts, meine Süße. Was heißt hier nichts? Ich hab es doch gesehen. Warte. Das ist aber nichts Besonderes. Was heißt nichts Besonderes? Ich wollte dich irgendwann damit überraschen, aber... Und dann war ich mir nicht mehr so sicher, ob es dir gefallen würde. Nicht doch. Ich... zeig's mir, bitte. Oh. Das bin ja ich. Danke. Ich hatte nicht vor, dich... Ich weiß, du hast es nur gut gemeint und wolltest mich damit nicht verletzen. Ich packe es wieder weg. Nein, bitte, stell es nicht wieder weg. Häng es mir... so auf, dass ich es immer sehen kann. Damals bin ich viel geritten. Am liebsten auf Dark Victor. Dieses Pferd hättest du mir geschenkt. Es war ein prächtiges Pferd. Und ich war so stark. Kelly, tut mir leid. Ich hatte wirklich nicht vor, dich traurig zu machen. Nein, du musst dich bei mir für gar nichts entschuldigen. Das war ganz reizend von dir. Es ist sogar sehr wichtig für mich, an meine... früheren Erfolge erinnert zu werden. Du konntest nicht wissen, dass dieser Kelly etwas Schmerzliches passieren würde. Es ging ziemlich verrückt zu in letzter Zeit. Ja. Und die Dinge, die wirklich wichtig sind, kamen zu kurz. Den Kindern einen Gute-Nacht-Kuss zu geben, dich zu küssen. Dabei küsst du so wundervoll. Oh nein. Du wirst dran gehen müssen. Es ist Mitternacht. Findet dieser Irrsinn denn nie ein Ende? Wenigstens reden wir nicht mehr über eine blöde Bluse. Castillo? Ja, Cruz, ich bin's. Oh Mann, geht's Ihnen gut? Was ist passiert? Als wir vorhin telefonierten, muss ich... jemand an mich herangeschlichen haben, um mich auf südländische Art willkommen zu heißen. Das ist sehr gut, dass Sie anrufen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Also, Sie waren gerade dabei, mir Debras richtigen Namen mehr durchzugeben. Heißt sie dann nicht Beaufort? Doch, sie heißt Beaufort, aber ihr Vorname lautet Flame. Flame? Ja, und ich wurde niedergeschlagen, damit Sie es nicht erfahren. Haben Sie eine Ahnung, wer es war? Ja. Ich vermute, es war der Sheriff. Er kam vorbei, um nach mir zu sehen, also... muss er es gewesen sein, denn nur er wusste, wo ich bin. Ich bin fassungslos. Hören Sie, ich werde morgen früh einen Flug buchen und komme runter. Wir telefonieren dann später nochmal und ich sage Ihnen, wann ich lande. Und bis dahin machen Sie sich unsichtbar. Ja, gut, dann bringen Sie mir eine Ladung Aspirin mit, okay? Ja, klar. Du fliegst da runter? Ja. Und es wäre ratsam, wenn du dich während meiner Abwesenheit in der Nähe von Kelly aufhältst. Mom, zieh den Vorhang von oben runter. Okay. Gute Nacht, Bootsy Baby. Und was machen wir jetzt? Jetzt suchen wir Keys Schlüssel. Ich hoffe, wir finden ihn, bevor jemand unser Vögelchen aufspürt. Na dann los. Wonach suchst du denn? Ich suche einen Polizisten. Unter der Couch? Ja, Officer Krupke.
Er gehört zu Samanthas Spielzeugstadt. Er ist ihr Liebling. Zuletzt wurde er gesehen, wie er den Verkehr auf dem Teppich regelte. Hoffentlich ist er nicht im Staubsauger gelandet. Hey, Schwesterlein, wenn du nachher ein bisschen Zeit hast, würde ich dich sehr gern zu einem Salat einladen und wir könnten ein Schwätzchen unter Frauen halten. Das ist eine nette Idee, aber ich bin eine berufstätige Mutter. Ich möchte Samantha nachher was vorlesen und dann werde ich endlich meine Akten sichten und wenn ich eine Minute Zeit habe, werde ich an dem neuen Fall arbeiten, der mir zugewiesen wurde. Gütiger Himmel, du hast ja keine Zeit zum Luftholen, geschweige denn Zeit zum Nachdenken über deine Ehe und deine Gefühle oder gar deinen Mann. Cassie, ich habe dich so früh im Büro nicht erwartet. Mason, entschuldige, ich hätte anrufen sollen. Ich dachte, du schläfst dort bestimmt ein wenig länger. Mann in Rausch ausschlafen, meinst du? Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich wollte gern, dass du das liest. Das ist die Gästeliste für die Pressekonferenz des Oase-Hotels. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Die Rolle des Mason Capwell spielt ab jetzt Gordon Thompson. Für dich, du Dame meines Herzens. Oh, Maxwell, wie entzückend. Ich hoffe, du hast sie im Käffelgarten gestohlen. Nein, dieses Mal nicht. Ich hatte es ein wenig eilig und um pünktlich zu kommen, war ich schnell im Blumenladen an der Ecke. Ich danke dir trotzdem, mein Guter. Ich hätte da auch ein paar Kleinigkeiten für dich. Was? Also, mein liebes Kind, was soll das denn nun wieder heißen? Ich habe dir was zum Anziehen gekauft. Das ist doch nicht nötig. Du verwöhnst mich. Das nun gerade nicht. Es ist bloß eine Frage der Zweckmäßigkeit. Unser beider Ziel ist jetzt das Lockridge-Wasserprojekt und dafür musst du nun mal gut aussehen. Das ist nicht die schlechteste Geschäftspolitik, aber ich fürchte, ich bin von der alten Schule. Ich finde es irgendwie eigenartig, wenn eine Frau mir Anzüge kauft. Dann sehen wir in diesem Falle einfach nur die Geschäftsfrau. Das ist nicht möglich, meine Schöne. Trink deinen Orangensaft. Hallo, Mutter. Maxwell. Tag, Lionel. Was machst du denn schon so früh hier? Mütter vergessen doch nie die Sünden ihrer halbwüchsigen Kinder. Ganz besonders dann nicht, wenn sie als Erwachsene noch genauso sind. Hast du wieder ein kleines Vermögen unter die Leute gebracht? Ja, das ist für Maxwell. Für Maxwell? Ihre Mutter ist wirklich sehr nett zu mir. Oh ja, meine Mutter kann ziemlich nett sein. Sogar sehr nett, aber nur, wenn sie möchte. Weißt du, Maxwells Hilfe war einfach unbezahlbar. Sowohl bei der Beratung im kaufmännischen Bereich, als auch in den Angelegenheiten des Grundstückserwerbs. Mhm. Dem entnehme ich, dass Sie ein alter Profi in Sachen Geschäftsgründung sind. Oh ja, so war ich hier sitze. Lässt man die außer Acht, die nicht so erfolgreich waren. Welche die unangenehme Eigenschaft besaßen, mich immer wieder in Engpässe finanzieller Art zu stürzen. Das pflegte Mr. McCowber zu sagen. Das ist eine Figur vom alten Dickens. Ja, ich weiß. Ich kenne David Copperfield. Was Sie nicht sagen. Das konnte ich ja nicht wissen. Na ja, ich tendiere nun mal dazu, immer vorsichtiger zu werden. Man weiß doch nie. Jedenfalls verstehe ich Ihre Zurückhaltung nur allzu gut. Ich habe Hunger. Willst du etwa mit uns frühstücken? Nein, ich habe schon gegessen, Mutter. Danke. Ich bin auf dem Sprung. Ich will zu Mr. Capwell und die Verhandlung wegen der Wasserrechte einleiten. Jetzt warte mal. Warum? Trotz meiner starken und gerechtfertigten Bedenken, ich bin auch nicht bereit, ihn wissen zu lassen, dass ich dieses Land besitze. Oder dass ich ihm die Existenz der Quelle mitteile. Okay, Mutter, es führt wohl kein Weg mehr an den unumgänglichen Tatsachen vorbei. Verstehst du das nicht? Denn wenn es um diesen Brunnen geht, dann sind die Capwells und die Lockridges wie siamesische Zwillinge. Sie können rein gar nichts ohne den anderen anfangen. Wir sind gezwungen, von jetzt an im gegenseitigen Einverständnis zu arbeiten. Ach, in der langen und beklagenswerten Geschichte der Familien Capwell und Lockridge ist mir kein Fall bekannt, in dem ein Capwell auch nur einen Finger gekrümmt hätte. Es gab ja auch noch niemals solche Geschäftsbeziehungen.
Ich weiß, dass C.C. Capwell rachsüchtig und äußerst tückisch ist, aber er ist kein Idiot. Das ist eine Gelegenheit, die er nicht auslassen wird. Er ist ein ganz gerissener Gauner. Ich habe ihn auch schon oft hinters Licht geführt, aber verdammt, Mutter, wir können nicht anfangen, das Wasser in Flaschen zu füllen und zu verkaufen und gleichzeitig das hohe Risiko eines erbitterten Rechtsstreits eingehen. Nein, ich ziehe es diesmal durch, mit oder ohne dich. Du weißt doch, ich muss auf keines deiner Arrangements eingehen, insofern ich es nicht will. Das weiß ich, aber ich werde dir ein Angebot vorlegen, das du nicht ablehnst. Und wenn du dich geirrt hast, wirst du mit dem Wissen leben müssen, dass du gegen das Anliegen und den Willen deiner Mutter gehandelt hast. Mit diesem Wissen lebe ich nun schon mein ganzes bisheriges Leben, Mutter. Noch ein angenehmes Frühstück, Maxwell. Fertig ab, danke. Was soll ich deiner Meinung nach denn tun? Den ganzen Tag rumsitzen und in meinen Kräutertee heulen? Natürlich nicht, aber inzwischen kann ich dein Verhalten ziemlich gut beurteilen, wenn du mal wieder unter Stress stehst. Du benimmst dich dann immer völlig verkrampft, um deine Gefühle zu unterdrücken. Ich will einfach nicht mehr über meine Gefühle für Mason nachdenken. Darüber habe ich schon so oft nachgedacht. Dieser Sektor ist abgegrast. Das Einzige, woran ich momentan denken sollte, ist, mich selbst irgendwie in den Griff zu kriegen. Da hast du recht. Du weißt, ich bin die Letzte, die möchte, dass du dich schlecht fühlst. Gut, ich hatte einen Moment schon das Gefühl, dass du mir suggerieren wolltest, ich sollte uns eine zweite Chance geben, weil unsere Ehe sowas Einzigartiges ist. Du hast mich durchschaut. Zweite Chancen sind meine Stärke. Lionel hatte schon seine 30. oder 40. zweite Chance. Andererseits sollte ich wohl zugeben, dass ich meine totale Abneigung gegenüber Mason in den letzten Monaten gelockt hat. Das heißt aber nicht, dass du gegen deine Gefühle handeln solltest. Sehr gut, dann ist ja wohl alles klar. Wenn ich jetzt noch Officer Krupke finde, könnten wir vielleicht noch mal von vorne beginnen. Da ist noch was, was mir fortwährend im Kopf herumschwirrt. Ich weiß auch nicht. Nur was ist, wenn Mason seine wirklich abstoßenden alten Gewohnheiten wieder aufnimmt? Nachdem er die Tür eingetreten hat, Dash angegriffen hat und betrunken mit meiner Tochter Auto gefahren ist, denke ich nicht, dass eine stärkere Alarmanlage an der Tür ihn vielleicht abschrecken könnte. Ja, aber er ist sehr erfinderisch. Er wird mit neuen und verbesserten Techniken ankommen, um dein hartes Herz zu erweichen. Was willst du eigentlich von mir? Ich versuche bloß herauszufinden, was du willst. Denn wenn sein nächster Angriff kommt, möchte ich keine Meinungsverschiedenheiten mit dir haben. Es wird sich ja noch sehr anstrengend. Mason weiß genau, dass du das Beste bist, was ihm je passiert ist. Er wird alle Tricks anwenden, denn er will dich wiederhaben. Tja, und wenn du ihn wirklich... Ja, ich liebe ihn. Ich schätze, dass das an einem starken Charakterfehler meinerseits liegen muss. Zurückzuführen auf unseren alkoholkranken Vater, den wir ständig retten wollten. Ich habe noch nie jemanden so geliebt wie Mason und ich werde nie wieder jemanden so lieben wie ihn. Er ist einfach schon zu tief in meinem Herzen drin. Ach du meine Güte, das muss eine Familienerbkrankheit sein. Nein, inzwischen ist es ein wenig anders. Denn dieses Mal habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ich bin untröstlich. Ich hätte nicht vorbeilassen sollen. Nein, Cassie, bitte geh nicht. Das ist Miss Jansen, Cassandra Benedict. Sehr erfreut. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie hören dann von mir. Das hoffe ich sehr. Ich danke Ihnen, Mr. Capwell. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. War nett, Sie kennenzulernen. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Nein, vielen Dank. Cassie, ich habe nicht mit Miss Jansen geschlafen. Sie hatte Kaffee auf ihre Bluse gekleckert und war im Badezimmer, um ihn rauszuwaschen. Mason, es war nicht meine Absicht, dein Verhalten zu beurteilen, okay? Tatsächlich? Dann bist du eine echte Ausnahme. Ich kenne Miss Jansen erst seit heute Morgen. Sie ist gekommen, um sich um einen Job zu bewerben. Um welchen Job? Cassandra, ich möchte eine Sekretärin anstellen, die deine Arbeit übernimmt. Ich wollte nicht, dass du es auf diese Art erfährst, aber ich denke, dass du es verstehst. Du denkst, dass ich es verstehe? Julia denkt, dass ich mit ihr im Bett war. Aber das ist nicht wahr. Dummerweise ist es so, dass ihr Misstrauen leicht zu erregen ist. Und als sie Lippenstift auf meiner Jacke sah und dich im Schlafzimmer reden hörte, war sie von unserem Verhältnis überzeugt. Ich will keine weiteren Vorfälle und seien sie noch so nichtig. Ich will unsere Ehre. Entschuldige mich. Ja, bitte? Mason Capwell? Der ist nicht da. Dann geben Sie ihm das. Was ist das? Eine Mitteilung, vor der ich mich schon die ganze Zeit fürchte. Eine gerichtliche Verfügung, mich von Samantha fernzuhalten. Ich sehe nichts, was aussieht wie ein Schlüssel. Spiel's noch einmal, Sam. Brandon, dafür haben wir keine Zeit. Eine Mausefalle. Da ist etwas drin. Guck mal nach. Sei vorsichtig.
bloß ein Stück Käse. Gut, ich dachte schon, es sei eine Babymaus oder sowas. Was haben Sie denn hier verloren? Oh, mein Name ist Gina und das ist mein Sohn Brandon. Und ich warte immer noch auf eine Antwort. Wir waren auf der Suche nach einem Ohrring. Haben Sie drei Ohren? Denn an Ihren beiden sehe ich jeweils einen. Sie hat ihn gerade gefunden und wieder angesteckt. Ja, das war letzte Nacht, da bin ich hier gewesen. Mit einem Freund, es war Boots. Ach ja? Er geht oft in diesen Laden, diese Bar. Er hat mich heute Morgen mitgebracht, damit ich meinen Ohrring suchen kann. Wo ist er jetzt? Er sagte, er hätte noch was zu erledigen und dass wir hier warten sollten. Er wird bestimmt gleich wieder da sein. Aha. Boots vergisst ab und zu, dass das meine Bar ist. Warten Sie, ich hoffe, er kommt gleich. Aber verhalten Sie sich ruhig. Ich muss die Buchhaltung erledigen und das ist schon anstrengend genug. Wir werden mucksmäuschenstill sein. Los, such einfach weiter. Brandon, sitz doch still. Du wirst die Lady noch stören. Entschuldigung. Mom, hier ist nichts. Jetzt spiel einfach mit, okay? Ah! Oh! Was ist los? Eine Maus. Sie ist direkt über meinen Fuß gerannt. Und sie war mindestens so groß. Mist, dann muss ich wohl noch mehr Mausefallen aufstellen. Mom, was ist, wenn der Kerl aufwacht, bevor wir was finden? Das wird er nicht. Verlass dich ganz auf deine Mutter. Okay. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für Sie. Hallo. Der Film ist endlich im Kasten. Ich habe ihn in einer langen Nacht völlig überarbeitet. Das klingt sehr gut. Wie ist der geworden? So ungefähr um 3:30 heute Morgen wurde mir klar, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Das war die banalste und trivialste Arbeit, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Dann habe ich mich nochmal rangesetzt. Und dann passierte etwas Eigenartiges. Ich sah ihn mir von Anfang bis Ende nochmal an und mir wurde klar, dass er außergewöhnlich geworden ist. Toll. Wann kann ich ihn sehen? Wie wär's mit heute Nachmittag? Ich würde ihn ja auch früher zeigen, aber ich habe noch viel zu tun, da ich jetzt hier teilhabe. Okay, Meisterregisseur. Was würden Sie denn von einer Sondervorstellung halten, um noch mehr Geld einsammeln zu können? Gute Idee. Na wunderbar. Ich werde mit Julia darüber sprechen. Ich muss sowieso wegen einiger Rialto-Unterlagen zu ihr. Ich werde sie fragen. Rialto? Ich dachte, das sei schon lange kein Thema mehr. Wir wollen versuchen, dort noch ein bisschen was zu verändern. Vielleicht entwickeln die Mächtigen ja sowas wie ein Gewissen. Darüber könnte man ja einen Film drehen. Wollen Sie mir nicht Bescheid sagen, wann ich endlich loslege? Na klar, das werde ich. Wir treffen uns später wieder ja, hier. Gern. Sagen Sie mal, Earl, wann taucht Bunny denn hier gewöhnlich immer auf? Oh, er musste plötzlich die Stadt verlassen. Irgendwas ist schiefgelaufen mit dem Verfahren seiner Freundin. Seine Freundin? Davon wusste ich gar nichts, geschweige denn, dass sie ein Verfahren hatte. Ach ja, er hatte was mit einer der Serviererinnen. Soll das bedeuten, dass ich den ganzen Tag für den Laden verantwortlich sein werde? Wissen Sie, was ich über die Gastronomie weiß? Das passt in eine Filmrolle. Bunny sagte, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fragen Sie Ihren anderen Partner. Und darf ich auch erfahren, wer das ist? Mason Capwell. Oh Mason, ich dachte, du wolltest dich wehren, wenn Julia dir wieder so eine Gerichtsanordnung schickt. Ich war angetrunken, als ich das gesagt habe. Und wie fühlst du dich jetzt? Gut, denn gestern Nacht in einer winzigen Privatzeremonie hat Mason Capwell endgültig aufgehört zu trinken. Das finde ich gut. Freu dich nicht zu früh. Dann ist das ja das Letzte, was dir noch gefehlt hat. Ach, könnte schlimmer sein. Sie haben mir wenigstens erlaubt, meine Tochter in der Gegenwart meiner Frau zu sehen, wenn sie es gestattet. Das ist so entwürdigend, als ob man dir bei deiner eigenen Tochter nicht trauen könnte. Julia denkt so. Es liegt an mir, ihr das Gegenteil zu beweisen. Wie willst du das anstellen, wenn sie dir keine Gelegenheit dazu lässt? Das, was ich nicht tun werde, ist das, was zählen wird. Ich darf nicht trinken. Ich werde ihr keine Szenen machen und ich will sie nicht beleidigen. Und du wirst nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Cassie, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid die Angelegenheit mir tut und dass ausgerechnet du unter meiner verdammten Ehekrise leiden musst. Und daran ist nur meine Trinkerei schuld, verzeih mir. Aber die Wahrheit ist, dass es mir jetzt am wichtigsten ist, dieses Missverständnis zu bereinigen. Und dazu ist es leider nötig, ein paar Opfer zu bringen. Mhm. Und Cassie rauszuwerfen ist eins dieser Opfer, sehe ich das richtig? Rauswerfen würde ich das nun wirklich nicht nennen. Aber ich verspreche dir, ich mache es wieder gut. Ich wirke jetzt vielleicht einigermaßen ruhig und gelassen auf dich, aber in mir sitzt die Angst ganz tief. Ich habe wieder mal den Überblick über mein Leben verloren und wahnsinnige Angst, es nie wieder gut machen zu können. Ich weiß nicht, warum ich wieder angefangen habe zu trinken. Ich gehe die ganze Geschichte immer und immer wieder im Kopf durch, wie ein Videoclip. Ich spule zurück, hin zu den Tagen, als Julia Dashs Fall abgegeben hat und ich hier riet, es nicht zu tun, aus egoistischen Gründen. Und dann spule ich vor an den Tag meines betrunkenen Angriffs. Das ist fast Oscar-reif. Ich bin auf deiner Seite. Ich will nicht, dass du denkst, dass du allein bist. Du musst daran glauben, dass das, was du tust, richtig ist. Was ich sagen will, ist, ich weiß, wie wichtig das Projekt für dich ist. Du bist allein und zielorientiert deinen Weg gegangen.
das ist die Erfolgsgeschichte von Mason Capwell. Und noch etwas hast du erreicht, den Respekt deines Vaters. Dies ist ein kritischer Zeitpunkt, ich weiß. Doch wenn du mich jetzt durch jemanden ersetzt, der das Projekt nicht kennt und dem das Projekt egal ist. Ich dachte, ich wäre mehr als nur deine Sekretärin. Da hast du absolut recht, Cassie. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermissen werde. Aber mir ist momentan am wichtigsten, zu Julia zu gehen und ihr zu zeigen, dass ich in der Lage bin, die Verantwortung für unser gemeinsames Leben zu tragen. Ich weiß, du verstehst mich. Ich finde ihre Bilder gut. Sind Sie ein Bogart-Fan? Kein Fan, Kindchen. Ich bete diesen Mann an. Boogie war der Größte. Solche wie ihn gibt's heutzutage nicht mehr. Ich kenne fast alle Filme mit ihm. Wie schön. Abgesehen von denen, die nicht auf Video sind. Casablanca ist mein Lieblingsfilm. Und besonders die Stelle, an der sie sagt, spiel's noch einmal, Sam. Meine auch. Manche Männer wollen wie Bogart sein. Viele Frauen wollten ihn heiraten. Wissen Sie eigentlich, dass Sie der jungen Lauren Bacall ähnlich sehen? Das ist ja niedlich. Entschuldige bitte, dass ich vorhin so gemein zu dir war. Schon gut. Du denkst also, ich sehe aus wie Betty? Ja. Das hat er auch gesagt. Wer? Humbert. Außer Boogie hat mich noch keiner so angemacht wie er. Was ist mit ihm? Du fragst mich ja aus. Vor ein paar Wochen ist er hier hereinspaziert und hat mich völlig verrückt gemacht. Leider verschwand er genauso schnell, wie er gekommen war. Wie hat er denn ausgesehen? Oh, er sah gut aus. Er sah nicht aus wie Boogie. Er hörte sich nicht mal so an. Aber er gab mir das einmalige Gefühl, als hätte ich es mit einem richtigen Mann zu tun. Und er ließ mich spüren, dass ich eine Frau bin. Er war wahnsinnig sexy. Ein wenig verrückt war er auch. Er war von der Art, die man nicht loslassen möchte. Was heißt, er war verrückt? Ein Beispiel. Eines Tages sprang er hier auf die Bar, tanzte so eine Art Flamenco, zog mich hoch zu sich und küsste mich mit einer Rose im Mund. Wieso denken Sie, hat es nicht geklappt zwischen Ihnen und Humbert? Er dachte ständig an eine andere. Jedes Mal, wenn ich vorschlug, dass wir es versuchen sollten, erzählte er mir, dass er dafür zuerst diese Frau vergessen müsste. Wieso ist er dann nicht gegangen, um zu ihr zurückzukehren? Vielleicht hat er es getan. Möglicherweise ist er deshalb verschwunden. Als wir uns das letzte Mal sahen, holte er uns Kilargo, drehte den Ton ab und sprach den ganzen Text für mich. Ganz für mich allein. Das ist es, Mom! Das ist es! Wissen Sie, was er meint? Nein, 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 nein. Wecken Sie sie nicht auf, wenn sie schläft. Ich wollte nur wissen, ob es ihr gut geht. Weiter nichts. Sie soll mich anrufen. Danke, Robert. Achten Sie auf meine Tochter. Hallo, Cassie. Hast du was vergessen? Ja, wie ersetzbar ich anscheinend bin. Was ist denn los? Hast du etwa Ärger mit Mason gehabt? Ich werde nicht mehr für Mason arbeiten, das ist alles. Was soll das heißen? Wieso nicht? Oh, es ist so dumm und peinlich ist es auch. Lass es dir von Mason erzählen. Mein Sohn steigt dir doch nicht etwa nach, oder doch? Nein, natürlich nicht, aber genau das denkt Julia. Und deswegen hat sie ihn aus dem Haus geworfen und eine gerichtliche Verfügung geschickt, um seine Zeit mit Samantha zu beschränken. Ich weiß ja, dass er wieder angefangen hat zu trinken, aber... Er beteuert, dass er aufgehört hat, sich zu betrinken, aber wenn es so weitergeht mit Julia, dann weiß ich nicht, was er tun wird. Wieso denkt Julia eigentlich, dass zwischen euch beiden etwas vorgeht? Keine Ahnung. Es war nach Kellys Hochzeitsfeier, als ich ihn nach Hause gebracht habe. Irgendwie muss mein Lippenstift auf seine Jacke gekommen sein. Das und die Tatsache, dass wir viel zusammen arbeiten, denke ich. Ich schwöre dir, es ist nicht wahr. Cassie, ich glaube dir. Ich vertraue dir. Nimm es nicht persönlich, wenn es möglich ist. Wann auch immer Mason sich gerade selbst zerstört, muss seine gesamte Umgebung darunter leiden. Ich hatte eigentlich vor, mit dem Gouverneur zu essen, aber stattdessen werde ich lieber Mason anrufen und hören, was er sagt. Okay, ich gehe schon. Hallo, Cassie. Mr. Lockridge, bitte kommen Sie rein. Was wollen Sie, Lionel? Ihnen ein Geschenk geben. Geben Sie es, Cassie, ich habe zu tun. Cassie, könnte ich bitte allein mit Cici sprechen? Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Ich hatte sowieso was im anderen Zimmer zu tun, entschuldige. Was wollen Sie? Sind Sie neuerdings Vertreter? Keine schlechte Idee, werde ich mir merken. Sind Sie verrückt oder nur betrunken? Ich bitte Sie, spricht man so mit seinem Nachbarn? Lionel, Sie sind nicht mehr mein Nachbar, es sei denn,
Sie schlafen am Strand, was ich Ihnen nicht zutraue. Ihr ehemaliges Eigentum ist doch jetzt im Besitz von Maxwell Hammer, oder? Es hat ihm mal gehört, CC. Jetzt fress ich dich. Warte hier, die Mami macht die Tür auf. Warte, ich komm gleich wieder. Hallo, Julia. Hallo, mein Engelchen. Daddy hat dich ganz doll vermisst. Ja, ich weiß, ich hätte zuerst anrufen sollen, aber ich wusste auch, dass du mich da nicht reinlässt. Wenigstens hast du die Tür nicht eingetreten. Das wird nie wieder passieren. Daddy. Hör zu, ich will, dass du gleich wieder gehst, okay? Und mach mir bitte keine Schwierigkeiten. Oh nein, Daddy soll nicht gehen. Daddy hat aber noch eine Menge zu tun, meine Süße. Aber er wird sicher bald wiederkommen, weil er dich und Mami sehr vermisst. Glaub mir. Hat's nicht geklingelt? Daddy, oh, ich bin's nur, Augusta. Ich sehe schon. Augusta, wärst du so nett, mit Samantha in die Küche zu gehen und dir was zu essen zu machen? Natürlich, aber gern. Komm, Süße. Tante Augusta macht dir was Leckeres zu essen. Ich will Pizza. Na gut. Sammy, ich bleibe noch hier und warte auf dich. Komm jetzt, Tante Augusta. Mach keine Versprechungen, die du nicht halten kannst, Mädchen. Ich werde ihr doch noch auf Wiedersehen sagen dürfen, oder? Du kannst ja zusehen. Ich habe die Verfügung erhalten. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass das nicht nötig ist. Du weißt, dass ich hier nie etwas tun könnte. Ich habe aufgehört zu trinken. Es war ein kleiner Fauxpas, es wird nie wieder passieren. Ich kämpfe dagegen an und ich werde mich wieder behandeln lassen. Hört sich gut an. Ich wollte dir weiterhin sagen, dass ab dem heutigen Tage Cassie nicht mehr für mich arbeiten wird. Nie mehr. Obwohl nie was zwischen uns gewesen ist. Das musst du mir einfach glauben. Durch diesen Schritt hoffe ich, dass wir uns über dieses Thema nicht mehr streiten müssen. Nein, sicher nicht. Du hättest sie nicht rauswerfen sollen. Ich hole jetzt Samantha. Ich erwarte ja gar nicht, dass du mich mit offenen Armen bei dir aufnimmst. Ich weiß, dass ich noch eine Menge Probleme habe. Und ich werde noch lange mit ihnen zu tun haben. Aber ich habe nie aus den Augen verloren, wie wichtig unsere Ehe immer noch für mich ist. So überaus wichtig, dass meine Eifersucht und meine Unsicherheiten einfach über mich rollten und mich beherrschten. Ich habe schon gedacht, dass ich völlig verrückt werde. Was soll's? Entschuldige, Julia. Wenn du kannst, verzeih und lass mich dir zeigen, ich habe meine Lektion gelernt. Welche Lektion soll das sein, Mason? Dass du einen Moment die Kontrolle verloren hattest und deswegen unsere Tochter in Gefahr gebracht hast? Nein, das meinte ich nicht. Ich wusste durchaus noch, was ich tat. Aber ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Jeder hat irgendwann mal Angst, ohne Ausnahme. Ich habe sehr oft Angst, Mason. Aber wie alle anderen Menschen versuche ich wenigstens einigermaßen vernünftig und gesund weiterzumachen, weil sich nicht jeder diesen Luxus der Entgleisung leisten kann. Ich wäre auch gern eine normale Person. Ich verzichte auf diesen Luxus. Wenn ich dich dann nur wieder hätte. Nein! Und Samantha. Nein, nein, nein! Lass das bitte sein! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht mit dir handeln, ist das klar? Du kannst nicht sagen, ich werde dies tun, wenn das und das geht. Es tut mir leid. Vielleicht habe ich den Anschein erweckt, dass ich dich auf jeden Fall wieder zurückhaben möchte. Aber das ist nicht so. Und bloß weil ich früher immer schwach wurde, hat das jetzt nichts zu bedeuten, okay? Also bemühe dich nicht weiter um mich. Du solltest jetzt gut zuhören, Mason, bitte. Wenn ich dir sage, dass du die Grenzen schon längst überschritten hast, dann bedeutet das, dass ich mit dir fertig bin. Soll das heißen, dass du mir nie vergeben wirst? Es geht jetzt nicht darum, dir zu verzeihen, denn das könnte ich. Aber ich kann es nicht zulassen, weil ich feststellen musste, dass unsere Tochter bei dir nicht mehr sicher ist. Dafür konnte ich nicht. So ein Unfall könnte auch dir passieren. Sowas passiert nur dir. Ich bin ausgelaugt. Ich bin wirklich ausgelaugt. Ich will das hier nicht länger. Ich kann nicht mehr. Weder die Unterhaltung und auch nicht unsere Beziehung. Ich bin erledigt. Ich bin so erschöpft. Ich bin schrecklich müde. Ich will, dass es vorbei ist. Cassandra Benedict hat zumindest in einer Hinsicht die Wahrheit gesagt. Sie ist als blinder Passagier auf einem Schiff nach Macau gefahren, als sie ein Kind war. Ich konnte den damaligen Kapitän ausfindig machen. Er sagte, dass er oft dorthin gefahren sei, jedoch nie dort gelebt hätte. Wäre es denn nicht möglich, dass sie mit dem Kapitän und seiner Frau woanders gelebt hat? Er ist nicht verheiratet, das war er nie. Und er hatte keine Kinder. Weder adoptiert noch eigene. Und seit seiner Pensionierung vor einigen Jahren wohnt er in Oregon. Dort habe ich ihn schließlich gefunden.
Es hat eine Weile gedauert, aber er konnte sich noch daran erinnern, dass eines Nachts in Macau ein Matrose eine blinde Passagierin gefunden hatte. Captain Randolph hat nie ihren Namen herausfinden können, weil sie weggerannt ist, bevor er die amerikanische Botschaft benachrichtigen konnte. Das bringt mich völlig aus dem Konzept. Sollte sie das alles erfunden haben? Wollen Sie, dass ich dranbleibe? Vielleicht lebte sie unter einem anderen Namen in Macau. Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes unternehmen sollte. Sie kommt nachher zum Essen hierher. Vielleicht finde ich dann etwas mehr raus. Sagen Sie nur Bescheid, ich hätte nichts gegen eine kurze Reise nach Macau. Das kann ich mir vorstellen. Gut, ich werde Sie anrufen. Bis dann. Oh, kein Grund zur Panik, CC. Aber wir konnten den Lockridge-Besitz nicht einfach so aufgeben. Panik? Ich wüsste nicht, wieso. Ich habe 10 Millionen Dollar in einem Monat verdient. Es gibt keine Panik. Was mir ein bisschen Ärger macht, ist, dass ich nicht noch 10 Millionen mehr von Minks verlangt habe. Aha. Nichts geht über ein gutes Geschäft. Hm. Okay, und nun bieten wir Ihnen anstelle eines mickrigen Grundstücks ein tolles Geschäft an. Ach ja? Allerdings. Oh. Sie hören sich an wie denn? Wie ein Reklameonkel in einer Nachtshow. Sagen Sie doch einfach, was Sie wollen. Na gut, okay. Halten Sie sich fest, denn diese Nachricht wird Sie wahrscheinlich doch überraschen. Also wir haben auf unserem Grundstück einen Brunnen entdeckt. Und das Wasser, das aus dieser Quelle kommt, ist ungewöhnlich geschmackvoll. Ach ja. Und unglaublich gesund. Ich muss zugeben, meine Mutter hat es entdeckt und sie trinkt es schon seit Jahren. Ihrer Meinung nach handelt es sich sogar um so etwas wie einen Jungbrunnen. Und jetzt dachten wir daran, dass man das Zeug verkaufen sollte mit Etikett und allem. Wunderbar. Dann bringen Sie mir ein paar Kisten her. Oh, wenn Sie wüssten, meine Mutter und ich werden kein Geschäft ohne Sie eingehen. Weil das Wasser sowohl unter Ihrem Land fließt, als auch unter unserem. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn wir uns mit vereinten Kräften zusammentun würden, könnten wir vielleicht den Lockwell-Brunnen anbieten. Wie wär's mit Capridge-Brunnen? Egal, es kommt nicht auf den Namen an. Ja, aber es ist schon ein Name. Wer würde der Präsident sein? Wir beide wären die Präsidenten. Beenden wir endlich unsere Kontroversen. Jetzt ist das Zeitalter der Zusammenarbeit gekommen. Die ganze Welt formiert sich zu ungewöhnlichen Allianzen. Wieso nicht auch wir? Tja, verschwinden Sie, Lionel. Sie glauben das mit dem Wasser nicht, hä? Huh? Und wenn König Salomons Minen unter meinem Grundstück wären und ich mit ihnen Geschäfte machen müsste, um an sie heranzukommen, würde ich das Gelände lieber für 5000 Jahre versiegeln lassen. Aha. Wissen Sie nicht, dass Hass ein schlechter Ratgeber ist? Nein, Sie zu hassen ist geradezu erfrischend. Immer wenn ich sehr erschöpft bin, denke ich daran, wie Sie mir meine Meisterwerke stehlen. Sie meinen, nachdem Sie mir damals gestohlen wie haben? Wie Sie mit meiner Frau ins Bett gegangen sind. Ihrer Ehemann. Rauscht das Blut geradezu durch meine Adern und verleiht mir ungeahnte Energie. Sie zu hassen ist mein ganz persönlicher Jungbrunnen. Na gut, lassen Sie sich ruhig ein bisschen Zeit und denken Sie darüber nach. Ich werde keinen Gedanken daran verschwenden, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das Einzige, mit dem Sie bis jetzt Erfolg hatten, war mit den Frauen anderer Männer zu schlafen. Wenn es darum geht, Geld zu verdienen, sind Sie ein Versager. Und nebenbei, ich würde nicht versuchen, auch nur eine Flasche zu verkaufen. Ich werde noch mal mit Ihnen reden, wenn Sie sich wieder abgeregt haben. Sie können es ja versuchen. Ja. Schönen Tag noch. Evan, mir ist was Seltsames passiert. Ich würde sagen, Sie kümmern sich darum sofort. Punkt 1, Lionel Lockridge hat behauptet, seine Familie hätte Maxwell Hammer nur als Strohmann eingesetzt. Ich wüsste gern, wie mein Rechtsberater dieses überaus bedeutsame Detail ignorieren konnte. Na schön. Zweitens erzählte Lionel, dass ein Brunnen unter unser beider Land sein würde. Sichern Sie mir dafür die Rechte, die alleinigen Rechte, verstanden? Ich weiß nicht, auf welcher Basis. Dafür bezahle ich Sie doch. CC, ist alles in Ordnung? Ich fühle mich wie neugeboren, absolut erfrischt. Wo willst du denn hin? Ich war gerade auf dem Weg in den Dschungel zu Steven. Ich bin ausnahmsweise froh, dass er für dich da ist. Ich werde jetzt meinen Sohn anrufen und versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Ciao. Viel Spaß. Du willst die Scheidung? Ja, und so schnell wie möglich. Und was ist mit Samantha? Der Richter wird dir Besuchsrechte zubilligen. Ich meinte, wie soll Samantha verstehen, dass sie ihren Vater verliert? Ob sie dich verliert oder nicht, liegt bloß an dir. Mein Gott, du kannst verdammt kalt sein.
Das ist unheimlich, weißt du das? Ich würde es ertragen, wenn du mich anschreist oder mich schlägst. Alles, aber nicht das. Julia, tu das nicht. Das kannst du mir doch nicht antun. Wir lieben uns zu sehr, um nur eine weitere Nummer in der Scheidungsstatistik zu sein. Wir haben geschworen, immer füreinander da zu sein. Kannst du dich daran nicht mehr erinnern? Ich habe dir nie versprochen, dass unsere Ehe mich langsam zerstören darf. Du weißt, ich liebe dich. Aber ich muss dich warnen. Wenn du das durchziehst, dann werde ich mit allen Mitteln dagegen ankämpfen. Verabschiede dich jetzt von Daddy, Schatz. Auf Wiedersehen. Mach's gut, mein Schatz. Wir sehen uns schon bald wieder. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich will mit Daddy spielen. Ich hab Daddy lieb. Ich weiß, mein Schatz, komm jetzt. Wann kommt Daddy wieder? Bald, mein Schatz. Dann hatte er wieder einen unglaublichen Gedanken. Was ist das dieses Mal, Brandon? Die Relativitätstheorie. Mir ist gerade klar geworden, warum E gleich mc zum Quadrat ist. Ist das nicht verblüffend? Oh ja, das ist es. Naja, ich sollte noch ein bisschen arbeiten. Ich frage mich, wo Boots wohl wieder steckt. Oh, keine Sorge, ich bin sicher, dass er bald auftaucht. Hey, was ist da los? Hey, Hilfe! Los, lass uns verschwinden. Hey. Er hat das getan. Ich mach schon auf. Hallo. Ah, hallo, Dash. Hier ist die Rialto-Akte. Ah, gut, danke. Ich wollte Ihnen einen Vorschlag machen. Was halten Sie davon, wenn wir eine Sondervorstellung für Stevens Dokumentarfilm geben, nur für wenige Mitglieder der Presse oder Politiker und andere interessierte Gruppen? Oh ja, das wäre eine tolle Idee. Ich habe erwartet, dass Sie das sagen. Wir könnten nachher darüber reden. Okay, da wir beide doch unverbesserliche Workaholics sind und demzufolge unsere Mahlzeiten am Schreibtisch runterschlingen, schlage ich Ihnen eine kleine Abwechslung vor. Wollen wir beide heute Abend essen gehen? Hm? Ich meine natürlich ein Arbeitsessen. Mrs. Cobb hat heute Abend keine Zeit. Aber ich habe Zeit. Hallo. Guten Tag. Lionel und ich hatten sowieso vor, einen ruhigen Abend zu Hause zu verbringen, bei dir zu Hause. Dann hätten wir mal wieder die Gelegenheit, allein zu sein. Tja, da kann ich ja wohl nicht Nein sagen. Schön. Gut. Dann hole ich Sie um 8 ab. Ja, gut. Danke, Mrs. Lockwood. Wiedersehen. Nachher. Vielen Dank, Augusta. Ich schätze, Cassie war schon zu Hause und hat dir alles erzählt. Ich habe gemerkt, dass sie etwas hat. Ich konnte sie überreden, es mir zu erzählen. Und, wird sie es überleben? Ich bin eigentlich viel besorgter um dein Wohlergehen. Nicht nötig. Ich wollte gerade die anonymen Alkoholiker anrufen. Ich werde dich nicht abhalten. Hallo. Könnten Sie mir sagen, wo das Treffen am Dienstagabend ist? Und wann bitte? Danke, auf Wiederhören. Eigentlich ist das nicht mehr nötig. Ich habe aufgehört zu trinken. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater mir das auch sagte. Obwohl man seine Fahne meilenweit riechen konnte. Du kannst meinen Atem gerne mal prüfen. Mason, ich hoffe, du hast verstanden, dass das wirklich wichtig für dich ist. Ich sage dir die Wahrheit und du glaubst mir nicht einmal. Wenn du mit dem Trinken aufgehört hast, wieso steht dann dieser verdammte Alkohol noch hier? Weißt du, du erinnerst mich stark an einen Kerl, der zu seinem Arzt geht und sagt, Doktor, ich habe ein Problem. Er sagt, morgens denke ich wäre ein Wigwam und nachmittags denke ich sei ein Tipi. Der Doktor sagt, ich weiß ganz genau, was ihr Problem ist. Jetzt du bist um 10. Das war ein Witz. Verstehst du? Ja, ich eigentlich auch nicht, denn ich habe die Pointe vergessen. Nur ja, mir schade, dass ich dich nicht aufhalten kann. Tut mir leid, ich bin heute keine besondere Gesellschaft. Egal, du kannst Dr. Slade wirklich alles erzählen.
weiß. Weißt du, Cassie, manchmal denke ich, ich weiß, wieso du traurig bist. Du hast Heimweh nach Macau. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte dort sowieso weg. Naja, das habe ich mir schon gedacht. Du hast ja auch keinen Kontakt mehr zu diesem Kapitän und seiner Frau. Die beiden waren wohl nicht nett zu dir. Auch wenn ich wollte, könnte ich mit ihnen keine Verbindung aufrechterhalten. Sie sind beide tot. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Obwohl ich nicht weiß, ob es mir leid tun soll oder nicht. Ist schon gut, Steven. Sag doch einfach gar nichts. Und wie ist es eigentlich, der Besitzer eines solchen Clubs zu sein? Tja, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, um das zu beurteilen. Wusstest du, dass Mason auch an der Bar beteiligt ist? Ja. Aber wieso hast du mir das nicht gesagt? Weil ich dachte, dass es nicht meine Aufgabe ist und ich nahm an, dass Barney es tun würde. Barney ist dafür zu gerissen. Weiß Mason es schon? Nein, denke ich nicht. Na, das finde ich ja entzückend. Wenn Barney weg ist, sind er und ich verantwortlich für den Laden. Hallo, Dash, setzen Sie sich. Eigentlich müsste ich jetzt sowieso gehen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Ich habe gehört, dass Steven den Film beendet hat. Ich bin schon ganz gespannt darauf. Ja, das bin ich auch. Meld dich mal, okay? Ja, bis dann. Ich weiß ja, dass sie eine Freundin von Ihnen ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass sie gleich nach Hause rennt und Mason alles berichtet. Das macht sie wahrscheinlich auch. Wie geht's mit Julia? Bezüglich Mason, meine ich. Tja, ich fürchte, er macht ihr das Leben schwer. Aber ich glaube, das ist noch nie anders gewesen. Sie scheint damit ganz gut klarzukommen. Und ich werde für sie da sein, wenn sie mich braucht. Findest du nicht, dass der schon ein sehr charmanter junger Mann ist? Ihr zwei scheint gar nicht erst an zu haben. Womit denn? Hey, hey, hey. Wir wollen am Strand spazieren gehen. Vielleicht möchten die Damen ja mitkommen. Ja. Ach, willst du? Es ist doch gerade so nett hier. Möchtest du mit Augusta rausgehen oder lieber bei Mami bleiben? Ja. Wir bringen euch was zum Essen mit, okay? Ist nicht nötig, komm jetzt, danke. Lass uns gehen. Du musst doch was essen, Julia. Du musst bei Kräften bleiben. Du verstehst, was ich meine. Na komm, wir gehen heute mal da runter. Also, Schatz, was soll ich dir jetzt vorlesen? Cinderella. Schon wieder Cinderella? Ja. Ist ja wohl deine Lieblingsgeschichte. Ja, na schön, dann hör zu. Es war einmal ein sehr, sehr reicher Edelmann, der sich eine zweite Frau nahm, die die hochnäsigste Frau war, die man sich nur vorstellen kann. Sie hatte zwei Töchter, die mindestens genauso hochnäsig waren. Ja. Der Edelmann hatte aber noch eine Tochter, die die Güte und Freundlichkeit in Person war. Und wie hieß diese Tochter? Cinderella. Cinderella. Ja, ja, richtig. Ich hatte keine Zeit, all die Flaschen zu verstecken, bevor du kommst. Ich verstecke sonst gewöhnlich noch eine im Bad und eine hänge ich aus dem Fenster an der Schuhe. Na gut, Mason. Schon gut. Ich verstehe nur nicht, wieso du dich dieser Versuchung aussetzt. Der Beweis, dass ich mich dieser Versuchung widersetzen kann, ist, dass die Flaschen alle voll sind. Warum bringst du dich selbst in Versuchung, wenn du so verletzlich bist? Wieso? Wieso? Es ist nun wirklich nicht der Anblick dieser Flaschen, der mich in den Suff treibt. Was heißt das? Bin ich gemeint? So etwas würde ich nie sagen. Soll ich dich vielleicht beglückwünschen zu deinen Taten oder soll ich dir auch noch vormachen, dass es mich freut, dass deine Ehe wieder mal in die Brüche geht? Ich meine, Cassie hat mir erzählt, dass Julia dir eine gerichtliche Verfügung zuschicken ließ. Das ist richtig. Sie hält mich für einen unfähigen Vater. Ich weiß. Ich habe dich enttäuscht, seitdem ich auf der Welt bin. Da mache ich mir schon lange nichts mehr vor. Ich wüsste gar nicht, was ich mit deiner Anerkennung anfangen soll. Ich will davon nichts hören. Ich kann dein Selbstmitleid nicht mehr ertragen, Mason. Was ich je für dich getan habe oder auch nicht, ist Vergangenheit. Hör auf, dich ins Selbstmitleid zu baden. Verhalte dich wie ein Mann. Ich soll mich so verhalten, wie du meinst. Oh Gott. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei dir. Du hattest es doch geschafft. Du bist so gut gewesen. Ich meine, du warst exzellent im Oase-Projekt. Unglaublich. Du liebst dein Kind, deine Tochter, das weiß ich. Alles lief doch wunderbar. Was ist passiert? Wenn ich das weiß, dann werde ich es dir sagen. Entschuldige, ich wäre jetzt ganz gern allein. Eins möchte ich dir noch sagen. Ich weiß, dass ich nicht immer ein guter Vater war. Ich weiß das, ja? Ich habe dich aber immer geliebt.
Das solltest du wissen. Ich bin für dich da, ruf mich an. Wann immer du willst. Ihr nicht mehr von der Seite und flüsterte ihr sanfte Worte zu. Für Cinderella war dies der schönste Abend und sie vergaß darüber die warnenden Worte der Fee. Sie tanzte die ganze Nacht und plötzlich schlug die Uhr 12. Sie hatte nicht gewusst, dass die Zeit so schnell vergehen kann. Sie stand auf und schwebte davon leicht wie eine Feder. Der Prinz folgte ihr, aber er konnte sie nicht mehr ein. Wasser! 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 Hat jemand Wasser gesagt? Kaltes, klares Wasser. Trink einen Schluck. Trink einen großen Schluck. Lass es deine Kehle herunterrinnen und du wirst dich fühlen wie ein richtiger Mann. Wieso bist du so angezogen? Und woher? Woher kommt wohl das Wasser? Aus dem Wasserhahn. Genau! Das ist es. Was ist was? Ich habe gerade den Schlüssel bekommen zu einer wirklich genialen Lösung. Ich verlasse das Zimmer und du kriegst eine Idee. Was kriegst du, wenn ich das Land verlasse? Nein, ich meine, ich hatte eben einen Traum und du kamst drin vor und du hast gesagt, was zu tun ist, verstehst du? Und hast du ausnahmsweise mal auf mich gehört? Noch nicht, aber das werde ich. Das ist einfach fantastisch, mein Engel. Das ist einfach das Größte. Darf ich fragen, wonach du suchst? Das wirst du gleich sehen. Hier ist es, siehst du? Tipp, top, Wasserhähne. Das ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Evan, ich weiß auch, dass ich die Lockridge-Anteile an der Quelle nicht bekommen kann, ohne sie zu kaufen. Ich brauche eine Übersicht. Vielleicht gehört mir ja schon der Hauptteil der Rechte an den Quellen, verstehen Sie? Tun Sie es einfach, bitte. Ich will verdammt sein, wenn ich jemandem auch nur ein bisschen von dem abgebe, was mir gehört. Der ist ja von Allison Sims. Schlecht, wenn man älter wird. Mein lieber CC, dir zu schreiben reicht mir schon lange nicht mehr. Ich muss dich dringend sehen, um dir nahe zu sein. Ich will dich treffen, um dich besser kennenzulernen. Es gibt ein kleines Café in der Innenstadt, das Intermezzo. Ruhig und gemütlich. Ich erwarte dich dort am Mittwoch um 1 Uhr. Enttäusch mich bitte nicht. Oh, Mittwoch gehst du aus? Hä? Der Brief, was steht da drin? Der Brief? Mhm. Nichts weiter. Geschäftsfreunde. Oh. Geschäftsfreunde auf rosa Briefpapier mit gerundeten Ecken und nach Hibiskus duftend. Du wirst es mir nicht glauben.
Eine stille Verehrerin. Wer? Ich kann es dir nicht sagen, eine stille Verehrerin. Hast du Kelly erreicht? Nein, noch nicht. Ich habe ihr eine Nachricht hinterlassen. Sie soll mich zurückrufen. Du bist beunruhigt? Ja, das bin ich. Bitte halt mich auf dem Laufenden. Sie wird wieder gesund. Sie wird keine Zeit haben. Was meinst du damit? Oh, gar nichts. Ich meine nur, dass sie eine schwere Zeit durchmacht und dass sie sehr viel Geduld haben muss, bis sie wieder gesund ist. Das ist wirklich alles? Mhm. Ist das nicht genug? Verschweigst du mir auch nichts? Natürlich verschweige ich nichts. Es geht um Kellys Gesundheitszustand. Daddy, reg dich bitte nicht auf. Sag mir die Wahrheit. Wenn es um Kellys Gesundheit geht, will ich alles wissen, und zwar sofort. Ich kann Kelly nicht aufstehen. Ich kann es nicht ändern. Ich mag Kelly nicht. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich liebe dich, Robert. Ich will dich. Robert! 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 Kelly, was ist los? Sie ist hier. Wer ist hier? Ian ist hier. Ich habe sie gehört. Sie ist im Haus. Sie ist irgendwo in diesem Haus. Sie ist nicht hier, Kelly. Oh doch. Robert, ich habe sie gehört. Ich will, dass sie geht. Ich will sie nicht im Haus haben. Danke, dass Sie gekommen sind. Ihre Nachricht hat mich neugierig gemacht. Ja, das hatte ich gehofft. Oh, bitte nehmen Sie doch Platz. Ich fand unser Gespräch neulich sehr interessant. Und ich war sehr beeindruckt von Ihrem Entschluss, einen Fonds für Stipendien mit dem Namen Ihrer verstorbenen Verlobten zu gründen. Eine großartige Idee. Ich wollte etwas tun, damit Ihr Name nicht in Vergessenheit gerät. Ich möchte Ihren Fonds sehr gerne finanziell unterstützen. Und ich dachte, ich bekomme einen Korb. Ich weiß, ich gelte in der Öffentlichkeit nicht als besonders spendabel, aber das würde meinem Image schaden. Ich verstehe. Ich denke, das hilft Ihnen weiter. $10,000? Ich hoffe doch, es freut Sie. Natürlich, ich danke Ihnen vielmals. Allerdings muss ich es mit einer Bedingung verknüpfen. Und was für eine wäre das? Ich möchte nicht, dass jemand erfährt, dass das Geld von mir ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn bekannt wird, dass man eine große Summe gespendet hat, dann ist man sofort umzingelt von einer Masse mit ausgestreckten Händen, verstehen Sie? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn nur wir beide von der Sache wüssten, in Ordnung? Selbstverständlich. Ihr Image ist bei mir in sehr guten Händen. Vielen Dank. Nein, ich habe Ihnen zu danken. Und ich weiß, Nikki hätte das bestimmt genauso empfunden. Wollen Sie etwa schon gehen? Ich möchte nicht noch mehr von Ihrer Zeit in Anspruch. Ich habe alle Zeit dieser Welt, relativ gesprochen natürlich, bitte. Ich hörte, Sie waren auch einmal Priester. Ja, das ist richtig. Dann nehme ich an, sind Sie mit der Tatsache vertraut, dass man in seinem Leben nichts umsonst erhält und möglicherweise dann nachher im Himmel auch nicht. Eine etwas zynische Philosophie finden Sie ja. Nicht? Aber ich habe Ihnen einen sehr hohen Scheck ausgestellt, Michael. Und ich erwarte eine Gegenleistung von Ihnen. Es ist so, wir müssen CC dazu bringen, uns zuzuhören. Aber diese Aufgabe überlasse ich dir. Ich habe ja nämlich noch Wichtigeres zu tun. Ich will ja keine Spielverderberin sein, aber es ist Zeitverschwendung. CCs Meinung über dich ist eindeutig, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Nein, nein, er war nur wütend auf mich. Ja, ich weiß, aber er sagte, er wolle nie wieder geschäftlich mit dir zu tun haben und ginge es um sein Leben. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal falsch angepackt. CC ist ein Geschäftsmann. Ich muss nur den richtigen Ton treffen, verstehst du? Also gut. Gehen wir mal davon aus, du hast Erfolg. Bist du sicher, dass du mit ihm zusammenarbeiten willst? Ich habe keine andere Wahl. Ihm gehört die Hälfte.
Ich weiß und ich verstehe das. Aber er wird alles daran setzen, um dich auszuboten und dann mit Freuden zuzusehen, wie du untergehst. Nein, darauf bin ich vorbereitet. Ach komm schon, Augusta, gib mir eine Chance. Also, pass auf, das hier sind die Dinge, die ich brauche. Die sind sicher ganz leicht aufzutreiben, denke ich. Bist du verrückt? Darf ich dich daran erinnern, dass du gesagt hast, dass du hundertprozentig hinter mir stehst? Erwartest du etwa von mir, dass ich glaube, dass sowas funktioniert? Nein, nein. Was ich von dir erwarte, ist, dass du einfach zu mir hältst. Unterstützend und liebend. Wenn du das tust, kann nichts schiefgehen. Also gut. Also gut. Also gut. Champagner. Champagner auf unseren Erfolg. Leiner, komm bitte wieder runter. Es ist 10:30 morgens. Ja, aber das Glück kennt keine Uhrzeit. Du brauchst ja auch nur dran zu nippen. Es ist wichtig. Ich bin der Abergläubisch hier. Nur ein Schluck. Hoffentlich führen alle Wege, die du gehst, zum Gipfel des Erfolgs. Hoffentlich führen uns all diese Wege zu Reichtum. Ich werde Glück haben, Augusta. Ich werde Sisi, Minx und dir, wenn nötig, beweisen, dass man mit mir rechnen muss. Ich verheimliche dir nichts, Daddy. Ich mache mir nur Sorgen um Kelly, das ist alles. Ich weiß, aber sie hat die beste Pflege, die man für Geld bekommen kann. Sie ist zu Hause und wird Tag und Nacht versorgt. Sie ist aber dennoch sehr oft allein in diesem aber Haus. Aber Robert ist doch bei ihr. Robert hat mit seinen Geschäften zu tun. Ich frage mich, ob ich mich um sie kümmern sollte. Ich wüsste nicht, was du für sie tun könntest. Außer, dass du für sie da bist, wenn sie dich braucht. Aber dann wird sie dich rufen. Wirklich, es hätte nicht passieren dürfen. Es ist passiert und es war ein Unfall. Du hast nichts damit zu tun. Hast du denn heute schon mit Dr. Jameson geredet? Ja. Ich traf ihn heute Morgen. Er hat die Ergebnisse der letzten Tests noch nicht vorliegen, doch er ist da sehr optimistisch und er hält mich auf dem Laufenden. Er will nachher zu ihr gehen. Das beruhigt mich doch sehr. Er informiert uns weiter. Du machst dir zu viele Sorgen. Du hast wahrscheinlich recht, aber dennoch. Wenn du etwas erfährst, versprich mir, dass du mich anrufst und mir Bescheid sagst. Natürlich. Kann ich rangehen? Ich erwarte einen Anruf. Wer zuerst noch ist. Hallo? Eden, ich bin's. Ich habe was für Sie. Wirklich? Was? Ich kann hier nicht reden. Wir müssen uns irgendwo treffen. Wo? Im Orient Express. Okay, in einer halben Stunde? Besser 11:45. Geht das? Also gut, ich werde hinkommen. Worum ging es? Irgendwas Wichtiges? Oh nein, es war der Sender. Ich muss leider schon gehen. Ich rufe dich nachher an. Ja, gut. Ich möchte wissen, was los ist. Das wüsste ich auch gern. Ich habe mir erlaubt, einige Erkundigungen in Bezug auf Ihre Vergangenheit einzuholen. Ich glaube nicht, dass das notwendig gewesen wäre. Es ist geschehen und ich bin sicher, Sie werden mir verzeihen. Es gehörte doch zu Ihren Pflichten, den Menschen zu verzeihen. Heute als Polizist wohl kaum. Was für ein interessanter Berufswechsel. Wenn ich Sie fragen darf, was hat Sie dazu gebracht, der Kirche den Rücken zu kehren? Persönliche Gründe. Eine Glaubenskrise? Mrs. Lockridge, bitte haben Sie Verständnis dafür, aber mein Privatleben geht Sie ja wohl nichts an. Michael, schauen Sie mal hin, was auf Ihrem Scheck steht. Das mag für Sie vielleicht nicht viel sein, aber für mich sind $10,000 eine ganze Menge Geld. Wollen Sie etwa versuchen, mich mit diesem Scheck zu bestechen? Michael, ich weiß wie jeder andere, dass Sie nicht bestechlich sind. Gut, dass das klar ist, denn Sie müssen wissen, dieser Scheck ist eine Spende für einen Fonds, den ich betreue. Und mein Privatleben hat damit absolut nichts zu tun. Wieso schreien Sie denn so? Ich höre sehr gut. Wieso mischen Sie sich so schnell in das Privatleben anderer Leute ein? Weil ich vielleicht einen Auftrag für Sie habe. Was denn für einen Auftrag? Oh, nichts Anstößiges. Nur einige Erkundigungen. So etwas sollten Sie doch können. Wieso sollte ich auf Ihr Angebot eingehen? Ich bin kein Privatdetektiv. Nein, aber Sie sind ein erfahrener Polizist und bei meiner Menschenkenntnis würde ich sagen, Sie... Nun, Sie befinden sich an einem Scheideweg. Ach, wirklich? Also das glaube ich kaum.
Michael, auch ich musste wie jeder andere Mensch in meinem Leben sehr viel einstecken. Aber ich habe gelernt, dass man sehr viel verschmerzen kann, wenn man eine Aufgabe zu erledigen hat. Dummerweise habe ich keine Aufgabe mehr. Ich spreche ja von keiner Versuchung. Ich spreche von einem Zweck, einem Ziel. Etwas, das Sie beschäftigt. Ich denke, ich biete Ihnen ein Ziel und als Gegenleistung bekomme ich, was ich brauche. Und was genau ist dabei Ihr Ziel, Mrs. Lockridge? Etwas, das möchte ich schon seit sehr, sehr langer Zeit haben. Ich bin allerdings noch nicht bereit, Ihnen nähere Details zu erläutern. Aber Sie wollen, dass ich für Sie Nachforschungen anstelle. Nur wenn Sie darauf verzichten, mir noch weitere Fragen zu stellen. Wenn Sie mich engagieren wollen, dann bekommen Sie jemanden, der Fragen stellt und es nicht zulässt, dass der andere die Antworten verweigert. Sie besitzen Zähigkeit, Selbstsicherheit und Sie würden niemals jemandem irgendetwas durchgehen lassen. Dann sind Sie ganz genau der Mann, den ich haben wollte. Es gibt gar keinen Grund, uns darüber zu streiten. Ich weiß doch, was ich höre. Kelly, ich streite nicht mit dir. Ich versuche nur herauszufinden, wie das möglich ist, weil sie nicht hier ist und auch nicht im Haus war. Also denke ich, dass du dir das vielleicht nur eingebildet hast. Dass ich... Großartig, jetzt glaubst du auch noch, ich verliere meinen Verstand. Nein, das sage ich doch gar nicht, aber... Bitte denk doch mal eine Sekunde darüber nach. Du hast eine schwere Zeit hinter dir. Du stehst unter Stress. Und deshalb bilde ich mir Edens Stimme ein? Ich bilde sie mir nicht ein. Vielleicht bist du eingenickt. Und du hast etwas gehört und dann Ich bin nicht eingenickt. Ich habe hier gesessen, ich habe gelesen und ich weiß, was ich gesehen und gehört und gerochen habe. Ich weiß, ich habe in jener Nacht ihr Negligé gesehen und ich habe ihr Parfum gerochen und ihre Stimme gehört. Sie war es wirklich, Robert. Kelly, du hast sie nicht gehört. Sie ist nicht hier im Haus. Und sie war auch nicht hier, seitdem du zurückgekommen bist. Sie hat gar keinen Grund, hier zu sein. Und ein Parfum hält sich nicht so lange in einem Raum. Und was das Negligé betrifft, hast du gesagt, dass es einen Augenblick so ausgesehen hat. Und dann hast du erkannt, dass es nicht so gewesen ist. Sie ist nicht im Haus. Wirklich nicht. In Ordnung? Hoffentlich ist sie das jetzt nicht. Das war nur ein Scherz, okay? Sollte nur ein kleiner Witz sein. Ich komme gleich wieder. Ich sehe nur nach, wer da ist. Dr. Jameson. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ich wollte Sie gerade anrufen. Cici wollte, dass ich vorbeischaue. Geht's Kelly gut? Nein, leider nicht. Ich bin wirklich sehr besorgt. Ich habe das Gefühl, dass es ihr von Tag zu Tag schlechter geht. Was? Sie sind überrascht, aber sind Sie allein? Wenn es so wäre, würde ich Sie nicht reinlassen. Seien Sie nicht albern. Ich will Ihnen nichts tun. Ich will, dass Sie sich was anhören. Ein paar Minuten nur, kommen Sie. Wissen Sie, Augusta, Sie haben wirklich Nerven. Das muss man Ihnen lassen. Vergessen wir unseren kleinen Streit und begraben wir die Vergangenheit. Setzen Sie sich bitte eine Minute hier hin und schauen Sie einfach zu. Wobei denn? Das werden Sie gleich sehen. Wenn du Lust hast, ich bin da. Sei nicht traurig, denn es wird wahr. Wir haben das, was du dringend willst. Damit du sofort den Frustus stillst. Ob bei Tage oder Nacht. Lockwellwasser hat's gebrannt. Brauchst du einen speziellen Hit? Trink Lockwellwasser und du bleibst fit. Ob bei Tage oder Nacht, Lockwellwasser hat's gebracht. Brauchst du einen speziellen Hit, trink Lockwellwasser. Lockwellwasser, Lockwellwasser, du bleibst fit. Mit meinen Fingern durch dein Haar streichen. Wie lange muss ich noch warten? Oh, Mama! Eden, ist dir klar, was du da tust? Machst du das öfter? Briefe anderer Leute lesen, die dich überhaupt nichts angehen? Eddies Briefe? Und du bist die unbekannte Verehrerin?
Unsinn. Es gibt so viele... Ach, komm schon, Mama. Rosa Papier mit gerundeten Ecken. Er bekam heute einen. Er roch nach Hibiskus. Was soll das? Ich hasse es, wenn du so mit mir redest. Hör auf damit. Mama. Aber bitte versprich mir, dass du ihm nichts sagst. Bitte. Ich werde ihm nichts sagen. Aber wozu das Ganze? Ich schreibe deinem Vater, weil ich versuchen will, ihn daran zu erinnern, warum wir uns damals ineinander verliebt haben. Was? Ja, ich habe ihm Briefe geschrieben und dafür einen anderen Namen verwendet. Ich habe mich für Sims entschieden. Ich möchte ihm unsere Vergangenheit vor Augen führen. Wie war seine Reaktion auf den Brief? Er hatte nur einen Achselzucken übrig. Naja, vielleicht wollte er bloß nicht zeigen, wie gerührt er ist. Du kennst ihn. Mama, das ist wirklich wunderschön und romantisch, was du da tust, aber wieso tust du es? Verrückt? Naja, ich glaube, es ist gar nicht notwendig. Du und Daddy, ihr seid... Da hast du es. Das ist genau der Grund. Mama, das ist wirklich süß von dir, aber wenn du ihn wirklich liebst und er liebt dich, dann... Sag's ihm einfach. Was habe ich? Ich verstehe. Nein, das verstehst du nicht. Du glaubst, dass du es verstehst, aber es gibt Dinge... Es ist notwendig für mich, ihn daran zu erinnern, wie wir uns damals verliebt haben. Dadurch kann ich mich ebenfalls erinnern. Hoffentlich hast du Erfolg damit. Danke. Bei Julia und Mason klappt es hoffentlich auch wieder. Und ich bete dafür, dass Kelly und ich uns wieder versöhnen. Sie liebt dich. Früher war das so. Aber das ist jetzt anders. Ich habe die letzten Testergebnisse vom Krankenhaus bekommen. Sie bestätigen, dass die Schwellung zurückgegangen ist. Ja, aber ich kann nicht laufen. Wir müssen herausfinden, wieso. Und wie? Weitere Tests, fürchte ich. Wenn es einen physischen Grund dafür gibt, dann werden wir ihn finden. Wenn es einen physischen Grund dafür gibt, aber ich bilde mir das doch nicht ein. Nein, nehmen Sie es nicht so schwer. Doch, ich nehme es schwer. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Ich... Kelly, vielleicht ist es ein nervliches Trauma. Wir müssen weitere Tests durchführen. Ja, einverstanden. Okay. Geben Sie nicht auf, Kelly. Es gibt keinen Grund dafür. Ja, ich weiß schon, das sagt mir jeder. Kelly. Also, wie geht es ihr, Doktor? Ich habe Kelly gerade gesagt, dass wir weitere Tests durchführen werden, und zwar am Freitag. Vielleicht kann ich da noch bereits eine genaue Diagnose stellen. Der letzte Test ist für Sie sehr anstrengend gewesen. Ich werde versuchen, es ihr so angenehm wie möglich zu machen. Ich verspreche es Ihnen. Die Medikamente nehmen Sie weiter. Nein, ich will sie nicht mehr. Ich bin dann so niedergeschlagen, Doktor. Wir werden versuchen, sie möglichst schnell abzusetzen. Also dann. Sehr gut. Darf ich Sie noch kurz sprechen? Ich komme gleich wieder. Dr. Jameson, hören Sie, ich muss Ihnen noch etwas Wichtiges sagen. Kelly, sie bildet sich da etwas ein. Was? Ja, sie glaubt, dass Eden hier ist oder hier war. Aber sie ist nicht hier und ist auch nicht hier gewesen. Ich weiß. Eden? Ja. Sie erwähnte, dass Eden und Kelly ein paar Probleme miteinander gehabt hätten. Ja, aber könnte das eine Nebenwirkung des Medikaments sein? Es wäre möglich. Der Unfall passierte doch in Ihrer Hochzeitsnacht, habe ich recht? Was wollen Sie damit sagen? Oh, gar nichts. Ich versuche nur zu verstehen. Es gab in der Familie der Capwells wegen Ihrer Hochzeit Streit. Stimmt das? Allerdings, aber worauf wollen Sie hinaus, Doktor? Das ist nicht unbedingt mein Fach, aber wir müssen jede Möglichkeit in Erwägung ziehen. Die Lähmung könnte vielleicht psychisch verursacht sein. Vielen Dank. Ist Ihnen die enorme Werbewirksamkeit aufgefallen? Was sagen Sie, Cici? Seien Sie ganz ehrlich. Was halten Sie davon? Ihr versetzt mich in Erstaunen. Ja? Das habt ihr schon immer.
Und ihr findet doch immer wieder einen Weg. Das ist so amüsant. Von allen egoistischen und geldgierigen Menschen in meinem Leben könnt ihr das am besten. Oh nein, Sie haben nicht das Recht, sich ein Urteil darüber... Ich habe das Recht zu allem, was ich will, Augusta. Sie vergessen, ich habe das Geld und ich habe ebenso die Rechte an dem Wasser. Aber nur die Hälfte davon. Na gut, dann wollen wir das gleich erledigen. Wissen Sie was? Ich kaufe sämtliche Rechte am Wasser und Ihre Ideen für Logos und Slogans. Dafür bekommen Sie von mir einen Scheck, sagen wir mal, über $5,000. Das ist eine Beleidigung. Nein, kommt nicht in Frage. Dann gebe ich Ihnen $100,000. Sie sind verrückt, wenn Sie es ablehnen. Oh nein, auch nicht für 10-mal so viel, CC. Ich verkaufe gar nichts. Ich biete Ihnen lediglich eine Teilhaberschaft an und das aus ehrlichem Herzen. Und wenn Sie zu verblendet sind, um das zu erkennen, dann weiß ich nicht. Ich habe das sofort erkannt, Lionel. Schon als Sie es das erste Mal erwähnt haben. Aber ich sagte Ihnen, ich will mit Ihnen keine Partnerschaft eingehen. Alles, was ich will, ist Ihre Rechte kaufen. Und passen Sie auf, Sie bekommen jetzt das allerletzte Angebot, Lionel. $500,000. Sie werden nicht so dumm sein, es abzulehnen. Das ist definitiv mein letztes Angebot. Sissi, warten Sie bitte eine Minute. Rainer, ich liebe dich, ich glaube an dich und ich werde zu dir stehen. Was immer auch passiert, nimm den Scheck. Das halte ich von Ihrem Angebot. Glauben Sie allen Ernstes, dass Sie mich kaufen können? Ich kam zu Ihnen mit einer Idee und ich werde sie Ihnen nicht verkaufen. Lionel, das Angebot von CC ist doch sehr fair. Halte dich bitte aus der Sache raus. Gut, Augusta, Sie haben ein Recht auf Ihre Meinung. Haben Sie gehört, was sie Ihnen gerade gesagt hat? Sie sind ein Dummkopf. Das habe ich nicht gesagt. Es ist mir völlig egal, wer was denkt. Was ich denke, ist wichtig für mich und ich denke, Sie sind, verkommen, CC. Sie haben die Menschen so lange bestohlen, dass sie nicht mal mehr wissen, wie man ein ehrliches Geschäft abschließt. Sie bekommen niemals die Rechte von mir. Ich kriege sie von Ihnen. Und zwar auf die Art, auf die ich sie schon immer geschlagen habe. Das ist witzig. Sie und mich geschlagen. Haben Sie auch Beweise dafür? Ach, komm, Augusta, wir müssen uns diese Beleidigung nicht bieten lassen. Wo sind die Zwillinge? Ich glaube draußen. Großartig, dann lass uns zu Ihnen gehen. Sie sind ein Narzissi. Sie sind ein absoluter Dummkopf. Das waren Sie schon immer. Also gut, warten Sie einen Moment, Lionel. Lassen Sie uns das erledigen wie unter Gentlemen. Pistole oder lieber Degen? Dafür sind Sie zu alt. Ich schlage Karten vor. Wir machen das wie Sportsmänner. Wie meinen Sie das? Poker! Der Gewinner kriegt alles. Nein. Was ist los? Haben Sie etwa Angst, dass ich cleverer sein könnte als Sie, wie es in der Vergangenheit der Fall war? Ich will nicht darauf rein. Und wo? Polo-Club. Montagabend. Auf keinen Fall. Welche Zeit? Leider. 8 Uhr. Um die gesamten Wasserrechte? Der Gewinner kriegt alles? Alle Rechte. Also gut. Ich freue mich drauf. Nicht mehr, wenn ich mit Ihnen fertig bin. Wir werden sehen. Polo Club, 8 Uhr, am Montagabend. Komm jetzt, Augusta. Oh Gott. Was hat er dir gesagt? Wer? Dr. Jameson? Mhm. Eigentlich nicht sehr viel. Er hat nur gesagt, dass er sich Sorgen um dich macht. Oh, Robert, er ist überzeugt. Ich bilde mir das ein. Das hat er gesagt. Aber ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin gelähmt. Ich versuche, aus diesem Stuhl aufzustehen. Ich versuche es. Ich weiß, Kelly. Ich weiß. Der Doktor weiß es auch. Es kann so viele Ursachen dafür geben. Ich denke, wir sollten den Doktor einfach die Tests machen lassen. Ich halte es nicht aus, in diesem Stuhl zu sitzen. Und das Medikament vertrage ich auch nicht. Ich will gehen. Ich will hier raus. Wie kann man nur glauben, dass ich das nicht will? Kelly, ich kann nur versuchen zu verstehen, was du gerade durchmachst. Bloß, ich bin davon überzeugt, dass du wieder vollkommen gesund wirst. Egal was es ist, wir werden es finden und heilen. Okay? Ich liebe dich. Ich dich auch. Wirklich jemals alles geben kann. Und ich meine nicht nur Sex, ich meine, wie wir uns lieben und was wir uns gegenseitig bedeuten. Wir sind mehr als das. Wir sind weit mehr als das. Glaub mir.
Glaubst du mir? Ja. Nix besitzt die Rechte auf das Land und die Quelle. Das macht keinen Unterschied, weil ich gewinnen werde. Lionel, du bist unmöglich. Stell dir vor, was wir mit dem Geld alles machen könnten, das Sisi uns angeboten hat. Wir könnten ein Geschäft eröffnen. Sag mal, merkst du denn nicht, dass du dir selbst widersprichst? Wenn ich die Rechte an diesem Wasser nicht besitzen würde, wie könnte ich sie dann verkaufen? Weil ich glaube, dass Minx viel eher einem Geschäftsabschluss zustimmen würde als einem Pokerspiel. Ich wollte mich eben einfach nicht so billig verkaufen. Was billig? Ja. $500,000. Augusta, das ist Sisis Art, sich über mich lustig zu machen. Er besitzt keinen Sinn für Humor. Warum vertraust du mir nicht ganz einfach und lässt mich das erledigen? Warum glaubst du, hat er mir so viel angeboten? Wegen meiner Ideen. Wegen meiner Ideen. Glaubst du, du hast beim Poker die geringste Chance, gegen ihn zu gewinnen? Ich weiß es. Und wenn du dich irrst? Wenn du verlierst und Minx erfährt, dass du um die Wasserrechte gespielt hast? Sie wird es nicht erfahren. Wie willst du das verhindern, wenn du verlieren solltest? Streich doch endlich mal dieses dumme Wort verlieren aus deinem Vokabular und versuch es mit gewinnen. Mit dem schönen Wort gewinnen. Das werde ich wohl üben müssen, weil ich mir das spätestens einreden muss, wenn du verlierst und im Knast landest. Oh Gott, da kommt Minx. Tut mir leid, ich komme zu spät. Habt ihr schon bestellt? Nein, wir sind auch gerade erst gekommen. Ich sterbe vor Hunger und ich möchte etwas, das mir bestimmt nicht guttun wird. Dann kannst du die ganze Speisekarte bestellen. Also während ich mir was aussuche, erzählt mir doch was von Sisi. Und was? Was du als nächstes vorhast. Ganz einfach. Ich sorge dafür, dass Sisi Catwell für alles bezahlen wird, was er uns jemals angetan hat. Überlass das nur mir. Also, ich werde dann gehen. Bis nachher. Vielen Dank. Viel Glück mit deiner Liebespost. Hallo. Diese Flame ist verschwunden. Verschwunden? Sie ist abgereist. Ich war dort, es war nichts mehr da. Sie hat ihre Koffer gepackt und sich aus dem Staub gemacht. Wo könnte sie hin sein? Wenn sie wieder nach Louisiana zurück ist, dann hat sie einen falschen Namen benutzt. Haben Sie die Fluglinien überprüft? Natürlich, und die Züge und die Busse. Denken Sie immer noch, Robert und Flame wollen Kelly etwas antun? Ja, aber wir brauchen Beweise. Was kann ich noch für Sie tun? Ich schätze, die Augen offen halten. Cruz ist noch in New Orleans. Vielleicht ist sie auch noch in der Stadt. Ich bleibe weiter dran. Okay. Tut mir leid, dass ich noch nichts erreichen konnte. Wenn Sie sie nicht finden konnten. Oh, ich muss mit jemandem sprechen. Ich rufe Sie noch an. Hallo, Dr. Jameson. Eine angenehme Überraschung. Ganz meinerseits. Ich sprach mit meinem Vater. Er sagte, Sie wollten noch einmal zu Kelly fahren. Waren Sie dort? Vor etwa einer Stunde. Und wie geht es ihr? Setzen wir uns einen Moment. Ja, gern. Also, wie geht es ihr? Es ist jedenfalls keine schlechte Nachricht. Die Schwellung ist zurückgegangen. Das ist doch gut. Ja, oder? Schon. Aber das Problem ist, wir können keinen physischen Grund für die Lähmung finden. Das bedeutet? Ich mache weitere Tests. Kelly hatte besonders viel Stress in letzter Zeit. Ich meine, vor dem Unfall. Das ist richtig. Kelly und Robert hatten eine Menge Probleme. Robert, ja. Er hat sie erwähnt. Ich meine, die Heirat ist das... Was wollen Sie sagen? Ich habe Robert gesagt, dass wir damit rechnen müssen, dass die Lähmung möglicherweise emotionale Gründe hat. Was? Ich brauche noch einige Tests. Zudem befindet sich Kelly leider in einem ausgesprochen labilen Zustand. Physisch und vor allem psychisch. Und Robert, hat er es verstanden? Er ist ebenfalls sehr besorgt um sie. Er ist bereit, alles zu tun, um ihr zu helfen. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich habe noch einen Termin. Natürlich, sicher. Eden, achten Sie auf Ihre Schwester. Wenn Sie irgendwelche ernsten Probleme haben, versuchen Sie, sie zu lösen. Das werde ich. Vielen Dank. Aber ich weiß, dass es dir wehtut. Ich weiß es. Kelly. Ich weiß, dass wir beide, wenn wir es jetzt tun könnten, uns lieben würden. Wir würden uns zeigen, dass wir uns lieben. Ja, aber es geht nicht. Du fühlst dich einsam. Ich weiß es, Robert. Schon gut. Wir müssen nur einen anderen Weg finden. Deswegen können wir uns immer noch lieben.
Wir werden einen anderen Weg finden. Welchen Weg? Wir kennen einander. Richtig? Wir waren schon zusammen. Ich glaube, wir könnten uns lieben, ohne uns zu berühren. Nein. Doch, das könnten wir. Eine neue Art. Unsere ganz eigene. Ich möchte, dass du deine Augen schließt. Schließ bitte deine Augen. Okay. Stell dir bitte vor, wie ich neben dir liege. Spürst du, wie ich neben dir liege? Doch, du kannst es. Versuch es. Okay. Fühl die Wärme meines Körpers ganz nah bei dir. Spürst du, wie ich neben dir liege? Ja, ich... Genieße es. Sehr gut. Fühlst du jetzt, wie sich mein Körper an deinen schmiegt? Ich fange an, dich zu küssen. Ich küsse jetzt deine Lippen und deinen Hals und deine Schultern. Jetzt greife ich nach dem Telefon. Tut mir leid, Liebling. Es könnte vielleicht wichtig sein. Hallo? Robert, es ist wichtig. Ich muss mit dir reden. Wo? Ich bin im Orient Express. Gut. Ich komme. Wer war das? Das war Renfield. Tut mir leid, ich muss noch mal weg. Nein, es war gerade so schön. Ich weiß. Dafür wird es später noch schöner. Kommst du zurecht? Ja. Ich bin bald zurück. Mach's gut. Bitte, Sir? Guten Tag. Ich bin Sissy Capwell. Hat eine Dame namens Allison Sims nach mir gefragt. Nicht, dass ich wüsste, Sir. Möchten Sie etwas trinken, während Sie warten? Meine Frau und ich waren früher sehr oft hier. Mhm. Sehr oft. Hier hat sich nicht viel verändert. Einen Kaffee bitte sehr. Sehr gern. Oh! Ich dachte nicht, dass du warten würdest. Aber natürlich habe ich auf dich gewartet. Danke, du bist so nett. Ich komme viel zu spät. Aber du musst nicht denken, dass ich eine von denen bin, die absichtlich zu spät kommen. Ich hasse das. Also das war so. Als ich hierher wollte, war da dieses kleine Mädchen. Und da war ein Kätzchen oben auf einem Baum und konnte nicht runter. Und ich musste helfen. Zieh dir meine Strümpfe an. Oh nein, das solltest du besser nicht. Tut mir leid. Ich bin gerannt. Ich bin die ganzen letzten Blocks gerannt, weil ich... Das wollte ich dir eigentlich nicht sagen. Ich wollte dir gegenüber den Eindruck erwecken, dass ich nicht so leicht zu kriegen bin. Oh, sieh nur, Champagner. Champagner und diese Nacht, es ist alles so romantisch. Oh, was ich habe es schon wieder getan. Was? Schon wieder. Ich habe schon wieder vor dem Trinkspruch getrunken. Das macht nichts. Es ist doch immer derselbe Trinkspruch auf dich. Oh, danke. Meine Mutter
40. Ich habe Spaß am Champagner trinken. Wie gern hätte ich dich die Straße runterrennen sehen. Sissi, es ist so schön. Versprich mir etwas. Lass uns dabei bleiben, Champagner zu trinken, draußen auf der Terrasse, einmal im Jahr, egal was passiert, egal ob du verheiratet bist oder Präsident bist oder ich in einer Wäscherei arbeite. Wir haben so viel Spaß miteinander. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sich das niemals ändern wird. Das wird es doch nicht, oder? Nein. Niemals. Niemals. Ich kann Kelly nicht aufstehen. Ich kann es nicht ändern. Ich liebe dich, Robert. Auf ihn. Ich mag Kelly nicht. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich liebe dich, Robert. Ich will dich. Wie geht es, Kelly? Nicht besonders gut. Sie tut zwar alles, was sie tun soll, die Therapie betreffend, aber sie spricht leider nicht an. Ich sprach vorhin mit Dr. Jameson. Er macht sich große Sorgen um sie. Wieso sagt er dir sowas? Er ist ein Freund der Familie. Ich bin Familie. Was hat er genau gesagt? Dass er keinen physischen Grund für ihre Lähmung feststellen konnte. Das sagte er mir auch. Psychologische Gründe könnten die Ursache sein, aber ich verstehe das nicht. Sie will laufen, sie will es wirklich. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, aber es ist besser, als hätte sie eine unheilbare körperliche Krankheit. Ja, nur seelische Probleme sind genauso schlimm. Das stimmt, das ist wahr. Deshalb sollten wir beide an Kelly denken. Ich denke die ganze Zeit an Kelly. Nein, ich mache dir keinen Vorwurf. Ich meine nur, wir sollten gemeinsam versuchen, Kelly zu helfen. Das ist eine Wendung um 180 Grad. Ich brauche deine Hilfe. Was? Du hilfst mir und ich helfe dir. Also, wenn ich deine Hilfe brauche, sag ich's dir. Robert, ich weiß genau, was du von mir hältst. Aber bitte, tu es für Kelly. Und wie stellst du dir das vor? Ich will zu euch ziehen, um für Kelly zu sorgen. Du willst was? Bist du verrückt? Wie kommst du darauf, dass ich dich in meinem Haus wohnen lasse, in unserem Haus? Weil du Kelly liebst. Das behauptest du doch. Und wenn das wahr ist, wirst du alles für sie tun. Oder etwa nicht? Mhm.